Sportfreunde, euer Göcki am Start. Hallo Fitnessfreunde, ich bin hier mit Johannes. Was viele Leute eben machen, das ist auch so eine Modeerscheinung. Ich glaube, man trainiert seit 20 Jahren schwer Bodybuilding, ja? Und den Scheißdreck, was ich eben sehe, vor jedem Schultertraining. Das hier, ja? Das könnt ihr euch alles sparen. Das Handtuch einfach dazwischen klemmen, das darf nicht runterfallen. Und dann ist es wirklich nur noch eine ganz kleine Bewegung in der Außenrotation nach außen. Der Unterarm bewegt sich. Die Rotationsmanschette oder die Rotatoren, die du damit aufwärmst, die brauchst du eigentlich gerade in deinem normalen Training. Zuerst muss man sich natürlich aufwärmen. Du gehst jetzt den Kreis an der Wand vorbei. Relativ langsam. Natürlich musst du dich immer aufwärmen. Das heißt, du machst ein, zwei Warm-Up-Sätze, bevor du ins schwere Gewicht gehst. Was geht ab, Leute? Ich bin's. Vor allem Bodybuilder und Powerlifter brauchen eine sehr, sehr ordentliche Rotatorenmanschette. Eine sehr starke Rotatorenmanschette. Aber ich habe in meinem ganzen Leben so einen Quatsch noch nie gemacht. Und, merkst du? Ja. Also bei mir wird's auch warm. Also ich merke, wie ich so aufrecht bin und nicht so durchhänge. Okay. Das ist Reha-Training. Das ist für Leute, die eine schwere Operation hatten im Schultergelenk. Oder ich hatte mal eine Entzündung der Supraspinatussehne. Und dann schön nach hinten geht. Das wären so meine Favoriten eigentlich, weil dann seid ihr sicher, dass ihr wirklich die Rotatoren isoliert. Das hat nichts mit Kraftsport zu tun, das ist Reha. Also wärmt euch ordentlich auf mit den normalen Gewichten, mit den normalen Übungen. Und dann braucht ihr den ganzen Firlefanz mit Terraband und Scheißdreck hinne und die Kettlebells und... So, meine lieben Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Schauen wir uns heute mal das Training mit der Faszienrolle an. Für diejenigen, die es jetzt verpasst haben, ich habe vor, wenn wir mit dem Video angefangen haben, 45 Minuten auf der Faszienrolle rumgerollt, um meine Supraspinatussehne weich zu kneten. Ne? Ich fange immer gerne an mit dem oberen Rücken, das ist auch richtig angenehm. Ich hätte überhaupt keinen Bock drauf, auf die Scheiße. Hockt euch doch ans Gerät und wärmt euch an der Maschine auf. Und im Laufe des Ganzen, wenn ich mich dann einigermaßen damit daran gewöhnt habe, dann mache ich es so, dass ich ein Bein hochnehme, auf das andere Bein raufnehme. Ich meine, ihr seht es ja gerade, dann bearbeite ich nochmal Bein für Bein. Das ist natürlich vom Feeling her nochmal ein ganz anderes. Und ihr dürft mit so einer schwulen Nudelrolle euch irgendwas weich zu machen, trainiert erstmal und dann kannst du mit der Faszienrolle arbeiten, um Verhärtungen wegzukriegen. Aber wir haben noch den Muskel an der Maschine auf. Nudelholz gibt es von der Alle, wenn du fremdgegangen bist, ja? Aber nicht hier gerollt und gefasiert. Ja? Wahnsinn, Männer, Wahnsinn. Gut. Oh. Das war meine Lieblingsübung. Für die hintere Schulter. Also die müsst ihr unbedingt machen. Das ist eine Nonplusultra-Übung. Wer die nicht macht, kriegt keine hintere Schulterköpfe. Und so halt auch schwer, ja? Müsst ihr dann ein bisschen mit Dampf machen. Ruhig ein bisschen Gewicht nehmen, auch ein bisschen mit Schwung arbeiten. Ist alles gut. Da konnte ich bis 60 Kilo. Habe ich die gemacht. Heute habe ich noch 25. Rosamunde Rühl, so was Stabiles, ja. Da weißt du gleich, dass die einmal 300 Kilo beugt, ja. 4 Kilo Kreuzheben macht. Oh, du Schamasche.